Einen schönen Dienstagabend und willkommen hier zu den königlichen Spielen auf Twitch oder später auf YouTube, je nachdem, wo du zuschaust. Ich habe heute voll die gute Laune, deswegen gibt es heute vielleicht auch zwei Spiele. Nach dem, was wahrscheinlich sehr kurz ausfallen wird, habe ich danach geplant, Mario Kart zu zocken. Weil Mario Kart ist witzig. Und willkommen zusammen. Ich bin voll aufgeregt. Und ich bekomme ständig irgendwelche Nachrichten hier, verdammt. Ich habe Feierabend. So. Ich begrüße euch alle. Hussi ist schon da mit seinen 1000 Nachrichten. Fabi ist schon da und Admiral ist schon da. Was ist hier eigentlich los? Wir starten direkt rein. Damit wir gleich Zeit haben, um tatsächlich Mario Kart zu zocken. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich bin immer noch hyped wegen dem Wochenende. Willkommen zum Spiel vom... Was? Zum Teil vom Spiel, welches die Hölle sein wird. Also ich habe 5 Stunden. Ich denke nicht, dass ich 5 Stunden dafür benötige. Ich habe jetzt irgendwie so 2 Stunden, ja, 2,5. Und danach nochmal 2,5 Stunden vielleicht Mario Kart. Ja, aber ganz ehrlich, das sind ja 4-5 Level. Das kann mir nichts. Das kann mir ganz und gar nichts. Bin ich wieder zu laut? Bin ich wieder zu laut? Bin ich wieder zu laut? So. Welt 9.6 ist die Hölle. Also das machen wir auf jeden Fall zu Ende. Achso, das ist dann später die Bonus-Level. Wir machen mal ganz langsam. Magma Schlossgraben. Wenn ich das jetzt schon sehe. Ich mag das nicht. Bye bye. Uff, ja, das ist... Es tut nicht so, als hättest du nicht gewusst, dass ich direkt sterbe. So schnell kann man ein Eichhörnchen verschwenden. Das Problem ist, sind einfach diese random Ich habe gesagt, ich werde dich überholen. Ja, das Problem ist, es gibt wieder zu wenig Zeit. So, 2 Dinge haben wir schon mal. Hat das irgendeine Bedeutung hier oben? Ja, das hat eine Bedeutung hier oben. Oben ist ein Secret Exit. Ich hab das schon, oder was? Ja, nice. Ey, das fängt schon mal richtig gut an. Ja, moin. Das ist nice. Das liegt daran, dass Hussi sich die ganzen Wiederholungen reingezogen hat. Und er verkauft alle seine Burger. Er vergisst aber, dass die anderen Leute auch die ganzen Burger verkaufen können. Jo. Ja. Gefällt mir ganz und gar nicht. Richtiger Schwächling. Rein da, Luigi. 30 Leben, das könnte... Ich müsste gleich irgendwo Leben farmen gehen.
Weil das Problem hatte ich mit Mario nicht. Also Mario ist auch kein Superheld zweiter Klasse. Wie kann man viermal verfehlen? Jui! Rüber da. Okay, dann ist das sehr uninteressant für uns. Weiter geht's. Ah, das ist ja wieder ekelhaft hier. Wo ist die letzte Starcoin? Das sind die ekelhaftesten, die einfach erscheinen. Nice. Komm Leute, fürs erste Level, das war schon geschmeidig. Ich glaube, die richtige Härte kommt erst später. Hussi, was redest du da? Das weiß ich nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, das war schon sehr gefährlich. Wieso kann man hier nach oben? Ich kriege irgendwie keinen Ton. Das habe ich zwar bei mir nicht getestet, aber Ton sollte sein. Bei mir ist alles fantastisch. Ich bin sogar klein. Okay, das Ding hätte ich... Ich bin tot. Okay, ist natürlich die Frage. Alles auf einmal wieder oder hintereinander? Entweder... Oder das... Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder der Stream ist stumm. Es gibt meistens über dem Tab oder am Tab gibt es nochmal so ein leise und laut Zeichen. Entweder ist das aus. Aber was laber ich? Der hört mich eh nicht. Was laber ich? Das heißt, er kann nur mich nicht hören. Spielsound hat er, oder was? Was ist schon los bei dem? Wieso muss man denn jetzt Teamspeak? Hier ist absolut kein Item, doch. Okay, das ist wieder ein Level, wo zu viel passiert. Also wir haben 100 Sekunden. Dann haben wir so eine komische Fläche, die wir jedes Mal sauber halten müssen. Müsste ich eigentlich... noch so eine Schildkröte... benutzen. Für die Coin. Das ist richtig ekelhaft, das Level. Okay, das gefällt mir schon. Jetzt nicht sterben. Das Ding sollte hier aufhören, oder? Es wird weiter. Wow. Okay, zum Glück sind die Level so kurz. Das ist genau wie bei Discord. Aber wieso sollte man den Sound nicht hören? Das kann man wahrscheinlich unter Einstellungen, also unten rechts.
Wenn die allgemeinen Einstellungen sind, kann man das bestimmt ändern. Ja, ist okay. Er geht mir so tierisch auf den Sack. Ich bin schon bei Level 3. Das wird heute zügig abgearbeitet hier. Woche, wollt ihr wissen, was ich muss oder nicht muss? Ach, das sah so verdächtig aus. Ist es auch. Okay. Wo soll hier bitte die erste Coin sein? Danke für so einen Scheiß. Du bist mit der vierten Welt? Ja. Am besten wäre es natürlich, wenn es Ende des Monats alles fertig wird, aber das wird, glaube ich, nicht so einfach. Ach, toll. Das Ding wird mich sowas von erwischen. Ach, das sind zwei verschiedene. Okay, links gab es noch einen. Und durch wieder alles verpasst. Okay, das Ding fällt von oben nach unten. Ist das, hat das was zu bedeuten? Ach, Luigi. Na, da muss Fabi halt entscheiden, was wichtiger ist. Meine Stimme oder die Stimme des Gesprächspartners? Was gibt es denn eigentlich zu diskutieren immer? So, zwei Dinge haben wir jetzt. Jetzt bloß nicht sterben. Ich lasse es einfach. Das geht nicht! Also entweder man hat hier einen Panzer oder man nimmt Schaden. Hör auf zu meckern, ich habe es gefixt. Er hört mich! Ich muss irgendwas Aggressives sagen, irgendwas, was dich triggert, damit ich weiß, ob du es gefixt hast. Hallo, 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 hallo. Er hört mich wieder. Nein, stirb nicht. Der ist... Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin drin, das wird heute was, ich kann mich vielleicht ein bisschen beeilen. Und dann ist er am Sterben. Und dann nochmal rein. Das Problem sind halt wieder diese random Flammen. So, wie komme ich da am besten durch? Nein, ich wollte da durchsliden.
mal diese Geschenke. Warte, ich seh's schon wieder los. Ich habe doch gar keinen Platz für sowas. Wieso kann ich dieses Item nicht direkt benutzen? Wieso kann ich nicht sagen, her damit? Okay, das war 3. Kann heute noch gar nicht reins haben. Wieso nicht? Was ist wieder ein... Ist das wieder ein Secret hier? Oh, halt dich fest. Du mit deinen Lügengeschichten immer, Fabi, das ist unmöglich. So, das erste Ding ist da. It's me, Luigi. Okay, wann ändern sich die Dinger? Wenn ich schieße? Nein. Also die Welt ist nicht wirklich spektakulär. Also die Welt mit Lava und sonstiges hier, also das ist ja, das funktioniert heute viel zu gut, finde ich. Heute geht es nur mit Geld, weil mein Sub noch aktiv ist. Erst wenn es wirklich behindert ist, kann ich mit Twitch Prime. Ah, möchte es mit Twitch Prime ein bisschen reinsubben? Ich würde sie niemals anlügen, meine König. Ja, du musst auch vorher einfach deine... Ach, hier kann ich so durch. Du musst das vorher überprüfen. Du kannst nicht aber irgendetwas behaupten und dann sagen, oh, es tut mir leid. Kopf ab. Unwissenheit schützt vor Strafe. Ja, hier haben wir wieder diese fantastische Funktion. Okay, das war's jetzt, oder was? Also nach oben kann ich nicht, ne? Nur links und rechts. Oh, jetzt hab... Wegen dir bin ich gestorben, weil ich den Chat gelesen habe. Wie ist er da gestorben? Ach, die Lava, okay. Die steigt immer weiter. Da muss er halt gucken, wenn das wieder verfügbar ist. Kein Problem. Muss ich den Controller so komisch halten, damit das funktioniert? Okay, ich hoffe, ich muss da oben nichts machen. Aber ich nehme das Ding jetzt auf. Ach so, okay. Ich dachte, ich muss das da hinschmeißen. Ach, nichts leichter als das. Das nehme ich mit. Donnerstag zum Animal Crossing Stream. Ich weiß nicht, ob ich früh anfangen soll, Donnerstag. Ist ja ein Feiertag. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Boah, die müssen schnell weg. Was hat mich umgebracht?
Ich habe die Scheiße weggeschossen und dennoch sterbe ich. Was hat mich umgebracht? Die Blödheit der Entwickler oder was? Also diesmal war das nicht Luigis Schuld. Ich dachte, man muss hier so hoch. Das wäre auch nice gewesen. Aber nein. Ist ja nicht schlimm, weil hier bekomme ich immer ein weiteres Leben. Ach, du wärst dabei, okay. Schnell weiter, 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 weiter. Oh, das ist doch... Das ist doch scheiße, ist das. Am ersten Tag kann keiner beitreten. Was soll ich denn machen, wenn da überall diese Blitze sind und dann kommen diese Bonbons? Ich kann das Ding auch nicht hochziehen. Das ist ja das erste ekelhafte Level jetzt. Im Notfall muss ich alles überfliegen. Entschuldigung. Könnte er das halbe Level überfliegen. Oder ich muss das besser timen. Muss ich vorher irgendwie abwarten? Das Ding wird eh auf dem Ding landen, oder? Komm schon, Luigi! Oh, geht durch die Tür, scheiß auf das Leben. Stressiges Level. Speichern ist immer gut. Leute, das ist ja schon... Das ist fertig, ist das hier. Das wird die kürzeste Folge des Jahrhunderts hier. Das wird eine 30-Minuten-Folge hier. Und ich irgendwann mal hochladen muss. Also muss ich nicht, aber, ne? Kann es sein, dass ich getroffen wurde? Ah.
Ach, da oben sind zwei. Okay, das heißt, wieder ein ätzendes Level mit Lava und einem random Gegner. Wobei, wenn ich mich wieder so beeile, sollte er, glaube ich, die gleiche Attacke machen. Los geht's. Ich werde dann gleich so wegklatschen. Lassen. Mach das auch noch kaputt hier, bitte. Oh, danke. Oh, das kann doch... Wie, bitte? Einmal ganz kurz gucken. Nie im Leben. Oh. Wisst ihr, dass mir am Wochenende jetzt bei Mario Kart... Da ist einfach eine Banane vor mir hergeploppt. Die wurde nicht geworfen. Die ist einfach... Zack. Es passieren Sachen im Spiel. Wie konnte ich das jetzt nicht... Was ist da passiert? Es erscheinen auf einmal Bananen in Mario Kart. Hier kann ich nicht auf die Plattform. Was ist denn da passiert? Ja, mach. Da kann man das auch machen. Bye bye. Ich habe noch nie jemanden so sterben sehen. Naja. Hier bitte. Leute, ich kann das nicht.
Das ist mir zu stressig mit dem Typen. Es dauert auch eine Ewigkeit, bis ich das Item bekomme. Der hat schon wieder 3 Walljumps gemacht, anstatt einfach irgendwo stehen zu bleiben. Was hat er immer für ein Problem damit? Was war das? Ich kann dieses scheiß Level nicht zocken mit diesem Bastard da oben. Gib mir Leben, gib mir Leben. Ich will das Level nicht 10 mal spielen, sondern ich möchte gerne alle, sei Starcoins und dann geht's los. Ja, komm Blume, komm, komm, komm. So. Das ist immer nervig, weil er muss das Ding hier kaputt machen. Komm her. Hast du das Level schnell geschafft? Das ist doch einfach nur ätzend. Versuch Nummer 16 oder keine Ahnung was. Ich habe so viele Mario Maker Level schon gespielt, die waren auch übertrieben heftig, aber das ist einfach nur nervig. Welcher Spacken hat sich das denn? Das ist voll easy, das ist nicht easy. Ich kann den ja nicht... Woher soll ich denn wissen, wann der runterkommt? Oh, ich krieg den nicht hier hin. Da kommt man hier nicht mehr raus. Ja, wenn man alle Coins sammeln möchte, dann sieht es anders aus, ja?
Was habe ich da oben für eine Zahl? Ganz viele 7. 7, 7, 7, 7. Ich könnte hier schon mal ein bisschen Action machen. Als ob dir so etwas nicht passiert wäre. Oder passiert ist. Ich komme aber auch so schnell nicht weg. Komm. So wäre es eigentlich perfekt, wenn man das so macht. Kommt die Plattform nicht mehr oder was? Auch diese Viecher, Laberdinger sind auch komplett random und nervig und dann kommt die Plattform nicht. Du kannst mir nicht sagen, dass du das easy geschafft hast, ganz ehrlich. Vielleicht mal triggern, dass er das macht. Größter Absturz. Unfassbar. Jawohl. Muss ein bisschen Leben farmen. Und sterb. Ich hab Plus gemacht. Und so 26. Also ich bin dafür, der macht hier so seine Attacke, die er nicht macht. Da muss ich halt einfach nur warten, bis alle nach unten gehen. Die letzte Schlacht. Ja, wenn man bedenkt, das ist das letzte wirklich Level, das letzte. Geh einfach sterben. Geh einfach sterben.
Also das normale Classic-Level hier, Endgegner. Ja, das ist ja alles Bonus. Vom Casual-Game hier. Ich hab's fast geschafft. Das ist auch scheiße, dann zerstört die Plattform und dann kann ich nicht weiter. Und der nächste Versuch. Und irgendwann wird es ja funktionieren, auch wenn ich das 2 Stunden jetzt machen muss. Und es ist einfach, alles ist random hier. Der greift auch nicht jedes Mal gleich an, sondern der wartet und wartet und dann ist er jedes Mal anders von der Bewegung her. Ich weiß nicht, wieso man das ganze Level so vollpacken muss. Man weiß doch, man hat Zeitdruck. Er bewegt sich random. Dann gibt es diese Viecher unten, die random sich bewegen. Er kann mir sogar die Plattform kaputt machen, dass ich nicht weiterkomme. Dann muss ich die Münzen sammeln. Ja, ich muss sie sammeln. Aber jetzt attackiert er mich da. Ich verstehe das nicht. Ah, komm, 4 Lebenssuppen. Oder 3. So, jetzt kann ich das machen. Jetzt hat er mich gerade attackiert. Guck mal, und da geht er mir wieder auf den Keks. Und du sagst, das ist einfach. Der geht mir tierisch auf den Sack. Bam. Und da muss er natürlich seine Attacke machen, um mich da wegklatschen. Ich hole mal Popcorn. Ja, das ist... Ich komme einfach nicht zu dem, was ich machen möchte, weil der sich jedes Mal einmischt. Das ist ekelhaft. Mach deine scheiß Attacke jetzt, komm. Komm her. Wenn du es machst, dann machst du richtig. Hier auch nochmal. Okay. Jetzt kommt die wieder random. Oh, der ist so dumm. Okay, das war jetzt mein Fehler. Es ist nicht einfach. Die ganze Welt war bis hier einfach, aber das Level nicht. Weil du kannst ja auch nicht kurz stoppen. Das Problem ist, du kannst ja nicht stoppen, ausweichen, um dann nochmal. Sondern du musst eigentlich durchrushen im Takt. Und dann kommt der Spacken. Plus noch diese komischen Feuerdinger. So, das hat jetzt perfekt zerstört. Nein, andersrum. Ja.
Boah, fast. Das ist ekelhaft. Das kann man sich nicht vorstellen. So, und jetzt verlieren. Halleluja. Und ich warte ja noch, dass er seine Attacke macht, damit ich dann in Ruhe da durch kann. Nein! Das ist ganz vorsichtig hier. Hier. Oh. Wir müssen halt ein bisschen näher kommen. Jawohl, geschafft. Jetzt haben die wahrscheinlich noch zweimal das gleiche Ende, ne? Da wird nichts Neues eingebaut. Weil das wollte ich jetzt nicht irgendwie zweimal machen oder dreimal machen. Alle Coins und jetzt einmal schaffen und gut ist. Wie viel? Über 20 Minuten habe ich gebraucht. Das ist schon ekelhaft. Oh, Prinzessin, ich komme. Okay, ich hoffe, das funktioniert sofort. Oh, nein, 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 nein. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, das tut ihm, glaube ich, überhaupt nicht. Ne? Das kitzelt ihn. Das macht keinen Damage. Dieser Bosskampf ist 20 mal einfacher als das Level, was ich gespielt habe. Das ist ja absolut kein Problem. Das kann man abschätzen, das ist, was ich meine. Man kennt das Movement, man weiß, was man zu tun hat. Aber eben war so viel, was mich genervt hat. So, sterbe jetzt einfach. Waren mir einfach zu viele Zufälle. So, jetzt noch einmal. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Zack, zack, weg damit. Ja. Sicher. Pause, alles klar. OPLP, hi. Thank you.
Das war auch schon knapp, ne? Mit dem mir ständig in die Fresse schießen, wenn ich das Ding habe, und dann noch mit dem Feuerstrahl, ne? Müsste nicht eigentlich Daisy im Schloss sein? Danke, Hussi. GG. Ich habe ihn schon tot gesehen. Wo der mich, sagen wir mal, weggeklatscht hat. Und wo der mich dann runtergeholt hat. Ich dachte, ich bin weg. Hussi, es ist schön, dass du die Kleine- und Großschreibung beherrschst. Ich bin stolz auf dich. Bam! Mr. Bump hat mit Prime abonniert. Mr. Bump! Aus dem Hinterhalt irgendwo. Danke für den Twitch Prime Sub. Das hat sogar perfekt gepasst. Ich dachte, woher kommt der Sound denn? Ist doch nicht der Sound jetzt vom Spiel. Ja, ich mache auch die Star World. Hi, Mr. Bump. Ja, wenn du Bock hast, können wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Mario Kart zocken. Das wollte ich im Anschluss machen. Aber die Star World muss noch gemacht werden. Urlaub ist vorbei, kann nicht mehr so lange wach bleiben, aber danke für das Angebot. Urlaub ist vorbei. Ach, das war wieder hier mit den Dingern sammeln. Ich habe gar keinen Bock, die Dinger zu sammeln. Kriegt man doppelt so viel? 7. Das kann ich auch nicht skippen, ne? Achso, ja, aber morgen ist doch... Du hast doch Donnerstag und Freitag? Also Donnerstag hast du auf jeden Fall frei. Wegen dem Feiertag. Das dauert jetzt wie viel? 3 Minuten? 5 Minuten? Ja, Donnerstag ist Animal Crossing. Ne? Hey, ihr hattet die Möglichkeit abzustimmen und die meisten haben gesagt Animal Crossing. Das kann sich niemand beschweren. Na gut, außer die es nicht gewählt haben. Den muss ich auch noch überall fangen, ne, Mopsi? Animal Crossing ist gay. Ja, deswegen habe ich auch die entsprechende Farbe für das Spiel gewählt. Aber ich habe das noch nie gespielt, deswegen finde ich das schon interessant, wenigstens ein bisschen anzuzocken, um zu sehen, wie gut das ist. So, jetzt hat es auch ein Emote von mir. Das kannst du damit ein bisschen angeben. Weisheiten Wick 2016. Also ich würde aufpassen, Hussi, sonst kommt Mr. Bump wieder mit seinen salzigen Nüssen und dann ist vorbei. Okay. Aber wie du schon gesagt hast, Hussi, das wird heute schnell gehen. Eine Stunde dafür und dann... Auch wenn ich 2 Stunden brauchen würde, sind 3 Stunden, glaube ich, viel zu kurz. Dann hätten wir ja 10 Uhr erst. Da könnte ich locker ein Stündchen, 1,5 Mario Kart zocken. Also Mario Kart werden wir auf jeden Fall wiederholen. Das war auf jeden Fall nice.
Hast du reingehört? Selbstverständlich habe ich reingehört. Das ist das Erste, was ich gemacht habe danach. Ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt. War schon sehr interessant. Hast du noch einen Nüsse-Mix? Ich habe hier immer noch meinen Nüsse-Mix mit 90% Erdnüssen, glaube ich, ja. Das hier. Und was ich auch noch heute habe, sind Nüsse im Teigmantel. Jawohl. Und was ihr euch nicht kaufen dürft, ich weiß nicht, ich wollte es einfach mal probieren, sind solche Jelly Beans. Und das sind die leckeren. Es gab ja auch diese leckeren und die nicht so leckeren. Mit Kotzgeschmack und sowas. Aber die kann man nicht essen, ganz ehrlich. Der ganze künstliche Geschmack kriege ich Brechreiz. Man kann schon erschmecken, was das für ein Geschmack sein soll, aber das ist einfach zu künstlich und zu süß. Ungefällt oder wack? Ja, die waren mega. Kappa Hadi. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Ach, jetzt kommt die Statistik und dann die Dingswelt. Aber sollte die nicht schneller gehen, weil auch die Star World ist ja... Jetzt muss ich was essen. Auch die Star World ist ja... 100 Sekunden begrenzt. Sollte vorm Stream nichts mehr essen. Freut mich, Dude. Aber ihr habt, als ihr gerappt habt, Mr. Bump, ihr habt das schon so ein bisschen aus guter Laune gemacht und vielleicht aus Langeweile. Einfach ein paar Bars gekickt. Aber das war jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, okay, weil ihr hattet ja auch nur irgendwie begrenzt Zeit, das abzuliefern. Das war jetzt nicht so, wo ihr jetzt irgendwie, wo alles perfekt sein musste, oder? So ein einfach Beat, zack, Text drauf und los geht die Party. So von guter Laune, ja. Muss ich noch mehr essen? Ja. Mm.